als du, denn das ist die Hölle. Also ich glaube, jeder, der in Deutschland aufgewachsen ist, kennt Wolfgang Petri aus den 90ern, aus den frühen 2000ern. Ich bin natürlich noch ein Kind gewesen, aber ich kann mich an jedes Volksfest erinnern und da war seine Musik immer mit dabei. Ich heb einen Zug hoch ohne Probleme, bring dir ein Kühlpack, hast du Migräne, für dich besteh ich alle. Man schreibt ja Lieder, schreibt man ja einfach, was einem gerade in den Geist kommt. Oder, und dann schreibt man es da nieder und dann hast du irgendwann Töne dabei und so passieren. Das heißt im Klartext, du produzierst deine Gesangsstrophen, alles du selbst. Das ist alles so. Das ist wirklich du allein. Ja, natürlich. Ja. It's an old one. Very, very old. Ein was für Mikrofon? Ein Mikrofon. SM50 ist es, glaube ich. Das HP hat es immer. Okay. Ja. Speed. Wo sind denn all die Helden, fragst du dich? Warum kommt dein Superman einfach nicht? Wo sind denn all die Helden und dein Herkules? Jemand, der für dich da ist. So wie er. Ich bin schon ein fleißiger Mensch da. Immer weiter, immer weiter. Wunderbar, Töne aneinander zu reihen, auch im hohen Alter noch. Kein Problem. Ich liebe die Töne. Ich dachte vor 11 Jahren aus, nein, Musik mit dem Knopf ausdrücken geht nicht. Geht leider nicht, ist mir nicht gelungen. Das ist ein Effekt, was ich im Film mit dem Mund aber schon zu sehen hat. Probieren es einfach. Wunderbar. Alt zu werden ist nicht leicht, nicht leicht. Alt zu werden ist nicht leicht. Das Schlagzeug, hast du gehört, wenn der Break kommt, wenn es atmet, das reißt mich. Boah, jetzt hat es richtigen Draht. Ja, das brauchst du nicht. Das hat richtig Draht. Ne? Die Gitarren klingen wie es ist nie zu spät. Wie wird's sein, wenn ich 80 bin? Der Song, für den wir das Video heute drehen, heißt Gimme aus den Augen und es ist mir eine unglaubliche Ehre, so eine Musikikone verkörpern zu dürfen und ich hoffe, ich werde ihm gerecht. Ich hab gesoffen und bin ausgeflippt, hab alle Müllcontainer umgekippt, denn als ich letzte Nacht nach Hause kam, war da ein anderer Mann. So, letzte Momente mit Bart. Erzähl. Das mache ich nur für Wolfgang. Sonst fällt mir das sehr schwer. Ich habe ihn lang gezüchtet. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier drehen darf. Ich darf jetzt hier gleich den super Teufel spielen. Lass mich in Ruhe, hol ich den Teufel zu einem Rendezvous. Ich wünsch dir die Hölle. Ja, es hat sich ja eigentlich als Scherz herausgestellt. Am Anfang wollte ich mal einen Look für den Echo machen, weil ich beim Echo immer einen ikonischen Musikcharakter dargestellt habe. Ich war mal Britney Spears und dieses Jahr dachte ich mir, wie toll wäre es, eine deutsche Musikikone zu machen. Und da kam mir Wolfgang Petri in den Sinn. Leonie, schönste Frau auf dieser Welt. Leonie, ich war der Mann, der deine Hand in seiner hält. Leonie. Das hier ist eigentlich essentiell, kein Wolle ohne Freundschaftsanbänder und deswegen haben wir die an fleißig selbst geknüpft heute Nacht. Haltet euch mal ran, da waren noch ein paar mehr dran. Also ich bin zwar noch nicht ganz fertig, aber ich fühle es schon voll. Ich fühle mich sehr aus wie er, oder? Ich hab ihm einfach einen Nein geschenkt, damit die Sehnsucht mir den Hals verrenkt. Hey, das ist ein Unfall. Das ist ein kleiner Unfall. Der Robert hat gesagt, Tanz, 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 das habe ich gemacht. Ja, sowas passiert, Mann, sowas passiert. Ich bin froh, dass ich innerlich so viele aufgestaute Aggressionen habe, die ich rauslassen kann, weil da ist der Tag heute einfach perfekt. Und ich habe noch nie Alkohol getrunken, deswegen ist es eine große Herausforderung für mich, das Verhalten von Betrunkenen zu imitieren. Aber es macht unglaublich viel Spaß und ja, ich hoffe, Wolle gefällt es auch. Im Ozean, mit dir auf einem Tretboot fahren, im Winter auf die Achterbahn, bei Gegenwind im Affenzahn, todesmutig einfach springen, vom Beckenrand mit dem Rettungsring, ohne Schirm in starkem Regen.
Wie ist? Kalt. Kalt, aber es hat sich hoffentlich gelohnt. Hast du Opfer bringen müssen gerade? Ich habe heute ein paar Opfer bringen müssen. Mein Bart, meine Locken und jetzt auch noch meine Klamotten. Ist schon ziemlich kalt, aber ich glaube, am Ende sieht es geil aus. Komm, wir machen's nochmal, laufen nicht davon. Unsere beste Zeit hat gerade erst begonnen. Wir machen's nochmal. Komm, wir machen's nochmal. Ja, Gott sei Dank. Bevor wir das Musikvideo gedreht haben, habe ich mir ganz viele Dokus über dich angeguckt, weil ich mir alles aneignen wollte. Ich wollte wissen, wie du gehst, wie du gegangen bist. Blödsinn. Nee, habe mir echt viel angeguckt und ich freue mich auch heute auf das Video. Ja, ich auch. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, ich weiß ja noch nichts. Ja. Ich muss ja erstmal gucken. Ja. Aber wir gucken ja gemeinsam. Wir gucken gemeinsam, genau. Ich bin richtig nervös, als sie gerade meinte, und der hat das auch noch nicht gesehen. Dann war ich so, na toll, am Schluss heißt es so, was ist das für ein Scheiß, was hast du da gemacht? Komm, wir machen's nochmal, laufen nicht davon, unsere beste Zeit hat gerade erst begonnen, wir machen's nochmal. Er als Person ist auch einfach eine unglaublich bodenständige Person und das finde ich so inspirierend, weil er so ein großer Star ist, so viele Platten verkauft hat wie fast kein anderer in Deutschland und trotzdem einfach so ein nahbarer Mensch ist und das finde ich super inspirierend. Jetzt bin ich nervös. Ja, ihr lacht alle. Ihr habt ja auch nichts zu verlieren. Oh Gott, ich bin aufgerückt. Ich will das gar nicht in dieser... Geht ab. Ich habe irgendwie gedacht, ich sehe das, seh das ganz intim komm, alleine. Jetzt, komm, und dann, jetzt. Okay. Okay, gut. Gib mir aus den Augen, lass mich in Ruhe. Scheiß auf den Teufel, der Himmel bist du. Denn das ist die Hölle, ohne dich sein. Ich werd dich vergessen, ich werd dir verzeihen. Gib mir aus den Augen, lass mich in Ruhe. Scheiß auf den Teufel, der Himmel bist du. Ich wünsch okay, du lachst, also nehme ich an, du findest es nicht so schlimm. Sehr gut. Toll, hat dir gefallen? War aufopferungsvoll, was du da betrieben hast. Ich fand's gut. Hast du dich erkannt? Ja, ich habe mich wiedererkannt. Alles super. Ich habe mich auch, ja, ich war besoffen. Ich habe gesehen, wie ich besoffen war. Du bleibst dein Leben lang ein Clown. Wir sind fröhliche Gesichter. Also in den Anfang fand ich das gigantisch. Ja, mit dem Regen. Boah, das sind auch meine Leute. Die schrecken. Boah, guck mal. Da sind die. Sieht wieder aus wie früher. Lachen, bist du glücklich. Und das ist alles, was du brauchst. Ich freue mich unglaublich, weil ich das Gefühl habe, die Schlagerwelt wäre ohne Wolfgang Petri einfach nicht die gleiche. Er ist wieder da. Ich bin mir sicher, er macht Fans total glücklich damit. Und ich freue mich auch. Genau hier. Now, yeah.